Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Empyreon. Ah, da ist er ja auch, der liebe Spielekaiser. Moin. Guten Tag. Guten Tag. Moin, grüß dich. So, ich bastel gerade an meinem Raumschiff. Ja, lass doch mal gucken hier. Oh, das sieht geil aus. Ja? Das ist cool, ja. Ich bin mir mit den Blöcken hier, dieses hier, wo ich gerade drauf leuchte, ob der so richtig gesetzt ist? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich den anders setzen sollte. Der hier unten, meinst du? Ja, dieser merkwürdig geformte da. Der halb abgeschnittene. Also, mir geht es darum. Du kannst hier jetzt noch eine Schräge dran setzen, so hier an den Freien. Wenn du da eine Schräge dran setzt, dann hast du hier gleich eine ebene Fläche. Ja, Moment, ich will hier. Sag mal, ist das bei mir immer Rätselraten, wie ich die Blöcke setzen muss, damit die. Pass auf. So, ich möchte die Tragflächen ja schräg machen. Jetzt habe ich hier mal einen reingesetzt. So. Mhm. Also, sonst ist ja keine richtige Tragfläche. Jetzt kriege ich hier vorne vor, kriege ich aber auch keinen mehr richtig. Ach doch, warte mal. Du könntest die Dreieck nehmen. Ja, so sieht das dann aus. Zum Beispiel. Und wenn du den Block hier. Ja. Den, wenn du da auch noch so einen halb abgeschnittenen reinsetzt, könnte es sein. Da müssen wir ein bisschen probieren. Dann könntest du da wirklich. Den Übergang noch hinkriegen. Den komischen, der da diesen merkwürdig versuch's mal. Nee. Ist nicht. Sieht auch komisch aus. Hier, guck. Aber, wenn man die gesamte Tragfläche dann auf die Art und Weise so bauen würde, dann hätte man überall so auch eine abgeschrägte Optik. Weißt du, was ich meine? Genau, ja. Ja, ja, richtig. Das ist aber eine Aufgabe, ey. Ja, ja. Oh, das ist eine schöne Idee. Da baue ich aber auch ein bisschen zu. Kacki-Blöcke hier. Ich muss das auch nochmal schöner machen. Da muss ich wieder so viel abbauen hier. Aber ich habe jetzt gerade vor der Aufnahme eine Idee gehabt, und zwar mir einen mobilen Verteidigungsturm mitzunehmen, den ich dann. Weil wir brauchen unbedingt Promethium, wir haben nichts mehr. Ach, wir haben. Moment, wir haben auch keine Energiezellen mehr. Ja, doch, ein paar haben wir noch, aber. Ja, ich gut, noch 91, aber. Verbraten sich ja irgendwann. Wir bräuchten mal neu, genau. Und deswegen. Habe ich jetzt überlegt, mir einen Hover-Wessel-Starter, also einen Bogengleiter-Starter hinzusetzen? Moment, wir haben hier noch Promethium-Erz, 151 Promethium-Erz haben wir hier noch. Oder? Mhm. Wollte ich nur mal so sagen. Ja, ja. Gut, aber es geht doch schneller weg, als wir denken. Ja, ja, wenn du daraus die großen Zellen machst, die sind ja echt super. Das stimmt. Und hier haben wir noch 17 Promethium-Pellets und. Ja, ja, klar, wir brauchen. Da sind noch 14. Hast du noch Hallblocks? Nee, ne? Hab ich in die Kiste getan. Oh. Ja, okay. In gut. Der Kiste sind Hallblocks. Ach, Moment, du brauchst doch jetzt aber welche, wenn du da anfangen willst. Ich hab schon, ich hab ein paar. Ich hab die Hälfte von meinen habe ich in die Kiste getan, die ich hier insgesamt hatte. Das wird reichen, um da irgendwie was Kleines hinzukriegen. Gut, das will ich hoffen. Also, wie gesagt, der zweite Konstruktor, der hier, der funktioniert nicht. Kannst du ja mal schauen. Der Advanced Konstruktor, der an der Wand steht, der blaue. Irgendwie will er nicht. Muss ich jetzt noch einen Generator, einen kleinen? So, ich habe die Rumpfblöcke mal. Treibstofftank. Jetzt schalte ich den nochmal wieder an. Das ist ja schwierig. Rumpfblöcke 1, 2. Nee, der will's. Der macht nichts mehr, ne? Nee, ne? Jetzt mache ich nochmal an. So. Können wir denn irgendwas anderes hier herstellen? Wie zum Beispiel. Promethium Pellets haben wir doch hier noch drin. Dann können wir doch wenigstens eine Kraft. Der hat sich vielleicht verschluckt, weil er senkrecht steht. Ja, ich jetzt, der. Hängt irgendein Teil schief drin. Der macht gar nichts mehr, ne? Okay, ich kann ja mal alles rausholen aus dem hier. Ich pack das mal in den hier rein. Ja. Achso. Ja, bitte. Ja, weil ich kann gerade nicht mehr aufnehmen. Interior Light, okay. Die Neodymbahn, die Kobaltbahn, die Eisenbahn, die Pellets und was habe ich noch? Electronics, Magnesium, Erz.
Ich mache mich mal auf die Mission hier einfach. Ich teste mal, ob das funktioniert. Ich nehme noch mal ein bisschen Salami mit. Ich habe noch mal ein paar nachproduziert. Die liegen hier im Kühlschrank. Ob ich den dann... Ich glaube, ich baue den dann ab. Ne? Verdampferladung? Hattest du noch mal welche hergestellt oder wolltest du... Ich wollte hier in dem Advance was herstellen. Auch hier die Abbaudinger. Genau, da brauchen wir noch ein paar. Verdampferladung habe ich hier noch. Nee, Verdampfer nicht. Ich brauche die... Ach nee, da hier für die Reparatur. Okay, nee, gut, da habe ich noch welche. Verdampferladung habe ich. Ich baue okay, den jetzt super. Ab hier, ne? Ja, dann baue den ab, genau. Ich baue nämlich auch noch hier ab. Nee, ich lasse das dann einfach da stehen. Guck mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Bin mal sehr gespannt. Drück die Daumen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Auf. Haben wir denn Promethium irgendwie noch... direkt Strom bei der Drohnenbasis sind zwei Stück. Ja, klar, da sind sie ja noch reichlich Promethium. Genau, da wolltest du ja eigentlich auch dann. Da will ich nicht unbedingt hin. Doch, das ist das. Ich gehe zu dem hier unten. Wie zu dem hier unten? Wir haben noch. Haben wir sonst noch irgendwo anders Promethium? Wir haben vier Stück insgesamt. Konstruktor fortgeschritten ist das, ne? Genau. Jawohl. Der allseits beliebte, heiß begehrte Advanced. So, ja, der ist im Bau. Und was will ich noch machen? Ich will irgendwie Raketenwerfer oder sowas. Ach, kann ich gar nicht. Ach doch, warte mal, Raketenwerfer für Small Vessel, ja. Oder können wir mittlerweile was Besseres nehmen? Ne? Ja, Raketenwerfer sind doch schon mal nicht so falsch, ne? Die sind super von Anfang. So, okay. So, Promethium-Erzlager. Da fliegt doch direkt eine Drohne drüber, ist das gut, ey. Jetzt. Ah, doch, jetzt habe ich die Schlange. Wie, wo? Bist du schon so weit? Ich bin schon hier, ja. Bist du. Promethium-Erzlager, Größe 7. Moment, bei welchem? Oh. Wo bist du denn jetzt hingeflogen? Ach, da, okay. Ja. Ach ja, ich wäre zu der anderen Stelle hingeflogen. Das ist viel lustiger. Hast du ein bisschen was zu tun? Hast ein bisschen was zu tun denn? Das auf jeden Fall, ja. Ich möchte es aber erstmal testen. Ne? Ach mal, das können wir da ja auch gleich reinpacken. Wie hier. Ach. Gigant. Das nehmen wir mal weg. Ja, ob ich den wieder hoch kann setze oder ob ich den einfach neben den anderen hier. Mal richtig rum. Ich glaube richtig rum. Ich meine, schön ist das alles nicht. Wir dürfen da gerne noch mal ein bisschen was versetzen, generell. In erster Linie habe ich hier gerade ein bautechnisches Problem. Ich weiß gar nicht, wie ich den. Der steht bei mir auf dem Kopf. Ich weiß gar nicht, wie ich den. So, okay, endlich. Mann. Gut, dann stelle ich den genau so neben den anderen. So, mal gucken, ob er jetzt funktioniert. Achso, ja, ohne Material ist irgendwie auch ganz essig, ne? Schwierig herausstellen. Warum mache ich denn das? Ach, pass auf, ich gebe ihm mal das Promethium hier, dann kann er sich damit schon mal beschäftigen. Und dann kann ich die großen Zellen ja herstellen. Ne? Ein paar kleine brauchen wir natürlich auch noch. Ne? Genau, für Munition und so weiter. Ja, das funktioniert. Das macht er. Wandelt das alles sauber um. Super. Irgendwie hat er schon wieder aufgehört zu arbeiten. Ach nee, doch nicht. Okay, das mal glatt machen hier. Die Anzeige hat bei mir auch einen Bug. Immer wenn er einen Teil hergestellt hat, fehlt bei mir die Warteschlangenanzeige, weißt du? Ach. Das war das, was ich vorhatte, als wir noch über Hamachi gezockt haben. Hm. Das ist schon komisch. Also, er funktioniert nicht wirklich gut, muss ich sagen. So richtig gut funktioniert er nicht. Bodenleiter. Irgendwie das Gefühl, ich brauche... Ah, habe ich ja noch. So, die hier. Warum habe ich denn die Rumpfwand dabei? Naja, okay. So, jetzt wollen wir hier mal weiterbauen. Jups. Baut das Schwebesystem aus hier, damit er ja nicht irgendwie durch die Gegend fliegt. Ex.
Ach, da muss ich so viel abbauen hier. Oh, ist das krass, was ich alles abbauen muss dann. Ah! Kackvieh. Was denn? Skorpion. Hm, da kann ich erschüttern. Bastard, der hat sich angeschlichen. So, den so. Ah ja, doch. Okay. Ich weiß nur nicht, ich bin nur gespannt, ob das nachher noch halbwegs brauchbar aussieht. Weil ich möchte ja eigentlich die Tragflächen sollen ein bisschen höher werden. Also diese eine Schicht Metall ist mir da irgendwie zu wenig. Mhm. Weil die schießen die mir ab und dann, peng. Kaboom. Wissen wir ja. Wir wissen ja, wie das läuft. Okay, also mein Hoverwessel, was ich jetzt auf den Boden gesetzt habe, das hüpft fröhlich durch die Gegend. Echt? Mhm. Warum? Steht es auf einer Pflanze? Na, hier ist ein Grashalm, aber der... Es hüpft fröhlich durch die Gegend. Ist nur Deko. Nein! Oh. Wow! Ey, dieses Spiel ist so buggy bei bestimmten Sachen. Oh, eben gleich. Ich hab ja außerhalb der Aufnahme schon mal angefangen, ein bisschen zu bauen. Und da hat sich ja mein Raumschiff durch den Boden gebackt. Einfach senkrecht hingestellt. Ich habe jetzt ein Dreieck gesetzt. Und du weißt doch, wenn du so einen Block setzt und du triffst nicht genau, dann ist es ja so ein Riesenblock, ne? Ich habe jetzt ein riesiges Dreieck in der Base. Ich habe jetzt diesen Riesenblock in der Basis. Unglaublich. Wie schalte ich nochmal die UI aus? Genau so. Das Riesendreieck. Das, ich glaube, so nenne ich die Folge. Das ist ein ganz dämlicher Titel. Das Riesendreieck. Jetzt baue ich es ab und ich hoffe, dass mein Schiff dann sich nicht nochmal bewegt. Oh, das hat sich ja einmal um 90 Grad gedreht. Boah, ich habe wenigstens nur gedreht. Und schlimm, ey. Ich möchte nicht nochmal hier bei Null anfangen müssen. Normalerweise kann man ja die Blöcke in den Zustand gar nicht setzen. Krass. Energie. Okay, ob das funktioniert. Hm? Ich habe jetzt einfach nur wirklich so ein Hover-Starter. Das sieht ganz scheiße aus. Mit ein paar Blöcken dran, Generator dran, Treibstofftank. Es zuckt ab und zu und habe jetzt Raketenwerfer oben drauf gesetzt. Und ich habe mal irgendwo gesehen, dass man die Geschütze am besten aufeinander setzt. Weil nebeneinander schießen sie sich selber ab. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder noch so ist. Ist das so, ja? Ach, jetzt habe ich es daneben gesetzt. Verdammte Axt. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Na, dann werden wir es jetzt ja sehen, ob sich gegenseitig. Ich lasse es mal einfach so. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall gerade sicher. Und fange mal an, hier rum zu meinen. Okay, das Design kann man noch auf jeden Fall optimieren. Da kann man sozusagen so eine kleine Art, so einen kleinen Würfel bauen, würde ich mal sagen. Und auch eine Tür machen, da kannst du Sauerstoffstationen da reinmachen, das heißt, du kannst in Ruhe farmen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich meinen Treibstofftank nochmal versetzen musste. Muss ich leider abbauen eben. Weil, also das funktioniert so ganz cool mit den Blöcken hier. Ja. Das sieht so ganz geil aus. Aber, zwei hoch, drei hoch. Ich glaube, ich hätte die ganzen Tagflächen ein bisschen größer gestalten müssen. Ich bin mir nicht sicher. Wie muss ich das jetzt machen, wenn ich es richtig machen will? So? Zwei, drei, vier, fünf. Das wird ein tolles Thumbnail, einfach nur blau. Es wird einfach nur blau. Und ich höre eine Drohne. Was macht es? Es leuchtet blau. Es leuchtet blau, genau. Genau. Ja, das ist ein toller Folgentitel. Es leuchtet blau. Den habe ich bis gleich schon wieder vergessen wahrscheinlich. Müssen wir das mal aufschreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir meine Tragflächen gerade versaue oder nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich, ich weiß es noch nicht. Ich bin mir unsicher, ob ich mir die Tragflächen gerade versaue von der Optik her oder ob das passt. Die ganzen Erze müssten alle so bunt sein, dann könnte man das viel besser sehen. Ich würde ganz gerne das Ding ja heute noch zum Fliegen bringen, aber also dieser Folge wahrscheinlich nicht mehr, aber so heute halt, den Aufnahmetag,
Ach, das geht schon. Jetzt kriegst du ihn. Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Da wäre ich mir echt nicht so sicher. So, Rumpfecke brauche ich noch. Und zwar diese komisch geformten. So, 10. Da brauche ich sicherlich noch ein paar mehr. Die sind aber, echt interessant. Ich klaue mir mal alle Blöcke hier gerade. Mach mal. Ach, hier habe ich ja auch noch 10. Alles klar. Dann habe ich hier, glaube ich, auch genug. Ach, warte mal. Ich wollte ja noch... Richtig, was ich noch machen könnte, wäre, ich brauche einen neuen Generator, genau. Silizium machen, das ist meins, der kommt da rein, das kommt da rein. Treibstofftank, genau, nicht ein Generator, ein Treibstofftank brauche ich einen neuen, alles klar. Also ich weiß auch nicht, warum sie nicht irgendwie mal diese Geschütze auch für kleine Raumschiffe machen. Dass du einfach so ein Minigun-Geschütz oben auf dein Raumschiff draufpacken kannst, was von alleine schießt. Liebe Entwickler, wenn ihr das irgendwann mal irgendwie sehen solltet, bitte. Vielleicht wäre es dann zu leicht oder so. Nee, das glaube ich nicht. Die Geschütze sind ja auch doof. Die treffen ja auch nicht alles immer. So. Ups. Circle Pit. 1 zu viel abgebaut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt verschlimmbessere oder nicht. Ist irgendwie ganz interessant mit der Kante da. Ich bin sehr auf das Ergebnis gespannt gleich. Ja, ich mache die jetzt auf die Art und Weise 2 hoch halt. Ne? Dadurch wird das halt alles sehr schräg und ja. Bin mir nicht sicher, ob das da nicht zu mächtig aussieht. Ich kann mir sowas immer schlecht vorstellen. Ich muss es ja sehen. Und dann sage ich dir danach, ja, sieht scheiße aus. Habe ich ja gedacht, irgendwie sowas. Das ist mein Problem. Ups. Was? Ah. Ich habe hier Licht eben ausgeschaltet. War mir dann doch ein bisschen zu dunkel. So. So. Und so. Und jetzt kommen die da rein. Nee. Solange ich nicht wieder versehentlich ein Riesendreieck herstelle, soll mir das alles recht sein. Ich bin immer noch dafür, mal so einen Rubik's Cube zu bauen, einen fliegenden. Das nennt sich Borg-Kubus. Ja, das kann man auch machen. Du kannst deinen gerne bunt machen. Ja, was heißt, das kann man gerne auch machen? Wo ist denn da jetzt optisch der Unterschied? Außer, dass der eine bunt ist? Ja, das musst du nicht mich fragen. Aber dann müssen wir ihn mit einem Muster machen. Das kann man doch eigentlich, das ist doch eigentlich sehr schnell gemacht, oder? Ich meine, man kann die ganzen Triebwerke ja noch nach innen setzen, die machen ja keinen Schaden irgendwie. Wenn ich hier bei Space Engineers, dass die einem alles wegbrennen. Ach, da brennen sie dir alles weg? Ja, gut, da wird hier bestimmt auch irgendwann mal kommen. Würde ich ja eigentlich nicht schlecht finden. Weil die so einfach nach innen setzen, ist ja auch mogeln, ne? Also spezielle Landeplattformblöcke bauen muss, die hitzebeständig sind zum Beispiel. Ach, okay. Ach, verdammt, echt? Die haben auch... Da brezeln dir doch die Landeplattform was weg, sonst. Krass, das ist ja mal... Ja, ja. Das ist also, wenn du bei Space Engineers mit dem Raumschiff irgendwie auf deiner Base landest und dann Gas gibst, zu viel, und dann ja, braten dir die Blöcke unten weg. Das ist cool. Ah, jetzt muss ich mit meinem Treibstofftank aber umdenken. Jetzt kann ich den nicht mehr so hinstellen, wie ich den wollte. Ach, warte mal, dann mache ich das jetzt anders. Den muss ich ja noch befüllen können später. Dann mache ich das so. Genau. So müsste das gehen. La 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 la. Ja, Level 17. Ach du. Ja. Gott, bist du groß geworden. Ich hab dich die Woche nochmal nicht gesehen. Ihr müsst dich eigentlich bei der Gelegenheit auch machen. Die Wangen kneifen, genau. So sieht das aus. Nee, eigentlich muss ich noch eine Schicht oben drauf packen. Meine Sachen müssten eigentlich auch von oben geschützt sein. Das ist, das wird aber alles sehr hoch und dick und groß und mächtig.
Dementsprechend brauchst du dann viele, viele Triebwerke, die das Ganze auch bewegen. Ne, das ist meine Befürchtung dabei, ne, glaube ich. Das ist, ich glaube, ich habe gar nicht so viel Strom. Ne? Also so viel, keine Ahnung. Dann müssen wir, da musst du aber ganz schön viel Promethium fahren, was ich mit meinem Ding dann abheben kann. Ja, wenn du die großen Zellen reinpackst, dann geht das. Ich habe jetzt 376, ich mache mal 400 hier und dann... Dann komme ich zurück. Na, 376. Erz. Klingt jetzt auch nicht so. Ich meine, ich will nicht meckern jetzt. Das soll sich nicht so anhören, aber Mama mehr. Nee, nein, du sollst ja auch irgendwie. Dann muss er das uns wieder in der Nachtschicht machen, außerhalb der Aufnahme. 404. Ja, ich bin immer gezwungen. Ich muss immer Erz holen. Also ganz ehrlich, nee. Ganz ehrlich, das sieht scheiße aus. Drei sind zu hoch. Obwohl, das ist dann so hoch, wie das Cockpit halt auch hoch ist, ne? So hoch wie breit. Also es sieht nach einer massiven... Ich weiß ja. Es nicht, ob drei Blocks zu... Also zwei sieht noch schnittig aus, aber drei Blocks hoch ist... Pff. Aber wie gesagt, wenn ich möchte, dass meine Treibstofftanks von unten und von oben geschützt sind, dann muss ich die ja einmauern in alle Richtungen. Dann muss ich ja drei hoch machen. Geht ja irgendwie nicht anders. Richtig. Es sei denn, ich gehe davon aus, dass von unten in der Regel nichts auf mich drauf schießt. Sondern eher von oben und von der Seite. Ja, es kommt doch an, wo man rumfliegt. Also wenn du... Naja, klar. Wenn du über eine Drohnenbasis fliegst. Von vorne. Ja. Und auf dem Planeten öfter von unten, ne? Vielleicht. Ja. Also ich kann mich jetzt hier echt nicht entscheiden. Ich weiß nicht, ob das scheiße aussieht. Ich bräuchte mal... Wo ist mein Styleberater denn? Ich komme. Mauer gerade. Styleberater. Also. Genau. Ja, da braucht man heutzutage. Ich habe keine Blöcke mehr, das Ding sieht echt kacke aus hier. Aber weil sonst würde ich die RCS-Module einfach echt hier im Boden einbuddeln oder sowas. Dann, die kannst also, du hinbauen, wo du willst. Nein, also dass die von unten offen sind. Okay. Also, dass ich von unten angreifbar bin, aber nicht von oben angreifbar. Das ist wahrscheinlich die bessere Lösung dann. Du kannst auch Panzerplatten bauen, ne? Das geht ja auch. Die sind schön flach, aber... Stimmt. Alles klar, Problem erledigt. Ah, dann muss ich jetzt hier alles abbauen wieder. In erster Linie brauche ich Sauerstoff, stelle ich gerade fest. Also drei ist zu hoch. Ich lasse das gleich mal mit rein, aber richtig, die Panzerplatten, genau. Was sich zum Abbauen auch sehr gut eignet, neben dem Abbauwerkzeug-Tool, ist die Shotgun. Ein Schuss, dann hast du den Block weg. War ein bisschen teurer, aber es geht wesentlich schneller. Kann es sein, dass du Rumpfblockwand, Hitpoints 25, hat genau dieselben Hitpoints, wiegt aber auch. Na, guck mal nach Panzerplatten, boah, das sieht gut aus. Aber mit dreien? Links sind zwei, rechts sind drei. Du musst überlegen, du hast dann nachher noch die Landefüße wahrscheinlich drunter. Du könntest ja auch rein theoretisch in die Tragflächen. Ich kann mal reinsetzen. Nein, aber was auf die eine Seite hat er nur zwei Blocks hoch. Die finde ich okay hier. Guck mal hier, diese Seite. Ja. Das sieht noch nach Flügel aus, ne? So. Und die andere Seite, die ist doch zu hoch, oder nicht? Ich weiß es nicht. Nee, du könntest ja, also du kannst ja zum Beispiel die Raketenwerfer hier in die Flügel reinbauen. Dann lässt du so ein Loch. Naja. Das sieht auch ziemlich cool aus. Das erinnert mich ein bisschen an Starcom. Kennst du noch Starcom? Oh, warte mal, wenn ich die in die Flügel einbaue, also in die Schräge hier, dann ist schlecht, weil die schießen dann ja. Kann passieren, du darfst ja nicht schräg fliegen, weil die Mechanik noch so ein bisschen buggy ist. Nein, die nicht, dass sie schräg dann ausgerichtet sind. Weißt du, was ich meine? Die werden gerade ausgerichtet sein. Die werden genauso ausgerichtet sein wie dein Cockpit. Ja. Obwohl, das wäre ziemlich stylisch, wenn die da links und rechts schießen. Ja, toll, wäre das stylisch, aber du triffst ja im Leben nie was dann. Wer seine Raketenwerfer hier einbauen wird, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Das wird noch eine echte Aufgabe. Am Ende. Ja, aber ist doch schön, du machst dir viel Gedanken hier, das ist doch gut. Das wird gut am Ende. Und es macht Spaß. Ich muss meinen Krüppel ja auch nochmal bearbeiten. Sieht irgendwie aus wie
Also meinst du wirklich drei hoch, ja? Das ist vertretbar. Weißt du eigentlich, dass diese, ja, dass diese Multiblöcke, diese Eckblöcke, dass die echt viel wiegen? Die haben 80 Kilo wiegen die. Wow. Die schrägen wiegen 60 und die normal, ach nee, die quadratischen wiegen 120. Ist alles klar. Okay, dann habe ich sogar noch ein bisschen Gewicht gespart, als wäre es quadratisch. Da habe ich sogar noch ein bisschen Gewicht gespart. Ansonsten hätte ich jetzt nur zwei hoch gemacht und würde oben Platten draufpacken hier, ne? Das würde ja auch funktionieren vielleicht. Da müssen wir mal gucken, was so eine Platte an Hitpoints hat und Panzerung. Hat dieselbe. Die zu einem Rumpfblock. Echt? Ich stelle gerade unten ein paar her. Okay, ich habe hier Materialien, die schmeiße ich mal hier in den... Ich guck gerade mal, das kann man ganz kurz noch eben. Die Platte hat 25 Hitpoints. Haben sie alle, die haben alle 25 Hitpoints. Die Platte wiegt aber, ach nee, Panzerung. Ja, hat es auch 20, wie die anderen auch. Ja. Also eine Rumpfblockwand habe ich hier genommen jetzt, ne? Es gibt ja bestimmt auch noch Stahlplatten oder sowas, ne? Es gibt Panzerplatten gibt. Unter Blöcke. Ach, die gepanzerte Platte. Gepanzerte Platte, genau. Hat auch nur 25 Hitpoints, hat Panzerung 35 statt 25, wiegt aber auch 150 Kilo. Ja. Das wäre mir jetzt zu viel. Also ich würde sonst die normale Rumpfblockwand nehmen, die wiegt 40 Kilo und hat 20 Panzerung. Ja. Also die wiegt halt deutlich weniger. Okay, das überlege ich mir gleich mal. Dann sehen wir uns. Kannst du zwei, drei aufeinander packen. In der nächsten, brauche ich ja nicht. Nein, die schützt ja auch genauso gut wie ein normaler Block. Die schützt ja genauso gut wie ein normaler Block. Wiegt aber nur ein Drittel. Ja, das müssen wir da mal testen. Das ist so dieses komische Mehrschicht-Layer-System. Ja. Wir können uns ja mal an den heutigen Standards der US-Armee orientieren, was die für Verteidigungssysteme haben. Das Zwiebelsystem. Okay. Genau. Richtig, so ungefähr. Genau. Gut. Guti, dann lasst uns doch mal hoch, damit es euch gefallen hat. Und ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das machen würdet. Das wäre mal interessant. Bis dahin ist wahrscheinlich schon zu spät, aber ist egal. Ist ja trotzdem interessant. Ja, genau. So ist das halt. Okay, bis dann.